Naja. Jetzt sind wir richtig. Er hatte es nicht bei sich. Laberte irgendwas von einem Ginger Schwan. Sagt Ihnen das was? Ginger Swan. Not an animal, a name. Brings back a lot of memories. 70 years ago, wasn't a man in this city that wouldn't have given up his family, career, or anything else for one night with her. Gut, und wo finde ich sie? That depends. You believe in an afterlife? Ginger Swan's been dead since the 50s. 20 years after, there are still grown men weeping at her grave. I don't know how she's relevant. But I have faith you will figure it out. Mal sehen, was ich tun kann. Don't have it, do you? Okay, ich hab's noch nicht. Bla bla, okay. Also nichts mit Fragen-Antwort-Spiel. Und so. Isaacs Kurier hat ihm gesagt, dass Ginger Swan ein verstorbener Filmstar ist. Eigentlich müssen wir jetzt nochmal zu Ground Zero gehen. Und nachlesen, wer Ginger Swan war und wo sie ist. Und dann können wir eigentlich mit der Quest weitergehen, aber ich glaube, diesen Punkt kann man auch überspringen, da wir den schon... Da wir diesen Punkt schon gelesen haben, aber trotzdem. Können wir übrigens auch noch rein, aber hier, nö. Hier nicht. Hier war's. S bis Z. Swan. Ginger. Okay. Ja, also man kriegt da echt keine Infos mehr. Das war knapp. Boah, das hasse ich immer so. Als Nosferatu, man kommt irgendwo raus und dann die Leute rempeln ein. Ne? Oh shit, das sieht ja voll hässlich aus, bla bla bla. So, jetzt müssen wir hier wieder lang. Denn wir müssen jetzt zum Friedhof. Stimmt, da gab es ja auch noch eine Quest. Die ich, naja, nicht unbedingt gerne gemacht habe, aber... Passt. Und hier ist das Krematorium. Erstmal hier den ganzen Müll wegräumen. Boah, ich wollte schon sagen, jetzt sag mir bitte nicht, dass ich festgepackt bin. Kampfzone. Hier auf dem Friedhof finden wir eigentlich größtenteils gar nichts. Außer nur Gräber. Mausoleen. Und wir können nirgends rein, außer hier. Oh, there, Slick. Might want to think about knocking next time I damn near blew your head off. Thought you might be a zombie. Wie kommst du darauf, ich könnte ein Zombie sein? Look at how you look. Why wouldn't I think you're a zombie? Nosferatu. Woher weißt du davon? Woher weißt du von der Nosferatu? Hey, I'm the Baron's own personal ghoul. I know about all of you. Hast du auch einen Namen? Name's Romero, the caretaker here. Well, that is,
I don't exactly keep people from getting in, although that is part of my job. No, you see, I'm here to make sure nothing gets out. Schon zwei Ghule. Ja gut, mit Heffer sind es drei. Was hat das... Nee, vier. Mercurio habe ich komplett vergessen. Was hat das zu bedeuten? See, it's like this. Every night around this time for the past... Oh, several months now, the dead have been getting up with an itch to stroll down Hollywood Boulevard. Nobody knows why, but they're working on it. Till they figured out they needed a volunteer to patch the problem, and I stepped forward. Problem temporarily solved. The Baron's happy. I get to shoot zombies. And guarantee I get my blood for another month. I've carved out a nice niche here. Du machst also nichts anderes? Nee, halt. Aus welchem Grund erheben sich die Zombies? Who knows? Vampire Necro Voodoo, toxic waste, solar radiation. The important part is, they continue to rise up, and I get to put them down. Everybody's a winner. Du machst hier nichts anderes als Zombies abknallen. Shoot them, blow them away, frag them. Whatever the situation calls for. Sometimes I throw in chopping and dicing, just to mix it up. Klingt lustig. You're telling me. Far as I know, I'm the only person around Hollywood who considers marksmanship an art. A lot of the stiffs around here used to be asshole celebrities, too. Bonus. I love my job, what can I say? By the way, hey, you wouldn't be interested in watching the place while I go handle some business, would you? I'm not supposed to leave, or it might end up in a zombie holocaust or something. Like one time these goths snuck in? Ooh, wasn't pretty. Was muss ich tun? I'll be back in about 5 minutes. If you should see any zombies in that time, you need to put them down. Now, they're dead, so you're either gonna have to hack them up good, or shoot them in the head. Just don't let them bite you. Warum? Wenn sie einen beißen, wird man dann auch zum Zombie? No. Just hurts like a bitch. Na schön, ich übernehme das aber. Weh, du bist in 5 Minuten nicht wieder da, dann verschwinde ich. Fantastic. Only one rule. Nothing gets out. Keep away from the front and back gates. Here. This might come in handy. Back in 5. Kapiert. Bis dann. Jamie Sue? Oh yeah. Jetzt geht das los. Romero will, dass sie für 5 Minuten auf dem Friedhof aufpassen, während er sich um wichtige Geschäfte gekümmert. Lassen Sie die Zombies nicht durch die Tore. Hier ist einmal ein Tor, dann dort, wo wir gekommen sind, ist ein Tor. Haben wir übrigens, glaube ich... Oh, die heilen echt aus. Scheiße. Hier ist schon mal mehr oder weniger zombiefrei. So. Es sind 3 Tore, glaube ich. Es geht ja noch weiter runter. Ah, mit Geschwindigkeit wäre das ein bisschen besser. Würde ich im Brewhout der Toreador spielen. Ich habe es eigentlich ein bisschen schwieriger in Erinnerung. Entweder die haben das ein bisschen gepatcht. Ja, komm schon, ich muss hoch. Okay, ich glaube, das nimmt jetzt erstmal an Fahrt zu. Die bewegt sich zum Glück scheiße langsam. Aber trotzdem ist mit denen nicht zu spaßen.
Weil diesen Auftrag kann man echt zum Teil recht schnell versemmeln. Jetzt komm schon. Oh ja. Jetzt nimmt's schon echt an Fahrt an. Wenn wir das versauen, kriegen wir übrigens einen Maskeradebruch. Wenn wir es schaffen, kriegen wir einen Maskeradebonus. Ich muss schnell nach unten. Oh oh. Keine Sekunde zu früh. Oder zu spät. Genau rechtzeitig. Das sind doch nur zwei Tore. Muss mich beeilen. Muss wieder hoch. Dort die Zombies niedermetzeln, dann dort unten wieder. Vor allem das Loch interessiert niemanden, habe ich das Gefühl. Zombies kann man, glaube ich, nicht trinken. Ja, so sollte es aussehen. Überall 135 Schaden und die Zombies müssen wegklatschen. Oh oh. Yep, jetzt wird's hart. Weil jetzt kommen die Zombies echt scharenweise. Au. Vor allem musste ich hochgehen und oben noch schnell das Tor absichern. Aber die kommen hier gerade auch selber hier in Scharen. Bitte, bitte. Hoffentlich hält das Tor oben. Ja! Guess that means they're learning. Give me a hand finishing on the last thing, would you? Ich nötig, echt. Very nice. Whole time I was getting that cinch back, I kept thinking, I might have made a mistake. Can't believe I missed out on tonight's action. Yeah, I'll be back tomorrow night. Hey, let me give you something for the assist. Sicher, was hast du denn? What have I got to give? I can give you a couple boxes of ammo, or, if you need it, I can try to improve your aim with a gun. Ich brauche keine Munition, weil ich gar nicht schießen kann. Zeig mir, wie man eine Schusswaffe benutzt. When you fire, keep your eyes on the target even after you shoot. And, use the sight, that's what it's there for. And style doesn't count for jack if you can't hit anything. Keep that Glock to the side crap in the movies. Ah, would you look at the time. $1 million Midnight movie's about to start. Tonight's Team Mummy meets Hercules Jr. You can send off your face, Ace. See ya. Yeah, bis dann. Puh. Perfekt. Weil normalerweise kann man die Quest, denke ich mal, auch umgehen. Wenn man ihm so eine Prostituierte für Geld gibt.
Dann bekommt man aber nicht diesen netten Bonus auf Schusswaffen. Glaube ich zumindest. Und wir können ihn besuchen. Oder auch nicht. Hier ist eigentlich normalerweise Munition drin. Naja. Ich weiß echt nicht mehr, wie ich es damals gemacht habe. Auf alle Fälle können wir jetzt endlich mal hier reingehen. In die Gruft. Und müssen nach Ginger Swan suchen. Ich meine aber, die Dame ist nicht hier und auch nicht hier. Sondern... Die ist im linken Bereich und ich habe Blut und ich brauche Blut. Hier irgendwo. Ja. Das Horrorvideo. Eine schäbige Videokassette. Das Label ist billig und abgenutzt. Titel und Logo sind kaum zu erkennen. Sieht aus wie Devilspawn Flash Feast von DMP. Diese Kassette scheint den Besitzer öfter gewechselt zu haben. Und wir haben das Video gefunden. Sie haben das von Isaac gesuchte Video gefunden, versteckt in Ginger Swans Grab. Es ist extrem abgenutzt und das einzige Lesbare darauf ist Devilspawn Flash Feast und DMP. Bring sie das Band, Isaac. Halt, ich habe Blutbedarf. Dann, dazu habe ich den Kelch des Hasses. Nicht, dass ich noch Amok laufe. Ich meine, meine Menschlichkeit ist zwar hoch. Ich habe 11 Erfahrungspunkte. Ich würde fast... Ja, warum nicht? Dass ich zumindest mal auch mit diesen Werten so langsam auf die 3 komme. Jetzt muss ich gucken. Ich habe Einschüchtern jetzt auf Stufe 5 und Ausweichen, also Verteidigen Stufe 7. Also ich bin gut in der Verteidigung. Das wird mir schon mal sehr gründlich helfen, wenn ich dann Angriffe abblock, weil dann prallen die meisten Gegner, so, oder was heißt die meisten Gegner, größtenteils, wenn dann, denke ich mal, die Gegner jetzt schon so weit zurückprallen. Und das ist dann auch im Kampf eine hervorragende Überraschung. Ratte? Zum Glück schleiche ich. Und noch eine Ratte. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich so viele Blutpunkte im Kelch? Aber ich glaube, ich weiß warum. Was? Ist das, weil ich die Waffe hier habe? Weil ich hier mit dem Hammer rumrenne. Oh oh. Boah, das war knapp. Mamma mia, war das knapp. Gut, dass ich Geschicklichkeit hochgetrimmt habe mit Schleichen und Co. Aber ich muss echt die Abwasserkanäle verlassen. Ich wäre fast dafür, dass ich hier fast Animalism, also Tierhaftigkeit, auf Stufe 4 hochjag. Weil dann kriege ich Blutsauger der Nacht oder Vereinigung der Blutsauger. Das funktioniert folgendermaßen so. Vampirfledermäuse greifen das Ziel an und kommen dann mit dem Blut zurück.